So, und an der Stelle geht's weiter mit Let's Play Amnesia The Dark Descent. Ich habe jetzt für euch Input-Grafiken. Ja, ich habe für euch die Gamma-Einstellung ein bisschen nach höher gemacht, damit ihr mehr sehen könnt. Naja. Machen wir weiter. Die siegende Sonne Afrikas der Schwerter, unsere Expedition weiterhin macht es uns unmöglich, vor einem Punkt der Dunkelheit zu graben. Wie Professor Herbert es geschafft hat, die Stelle in diesen weiteren Ebenen als nächstes zu finden, bleibt mir Geheimnis. Was ich Ihnen noch nicht erfolgt, erzählte er mir von der Legende von Ten Hinan, unser aller Mutter. Einer hat uns etwas interessante Geschichte, aber ich habe das Gefühl, da ist noch mehr. Später am Nachmittag entdecken wir einen Durchgang unterhalb der Dünen, die zu einem sandbedeckten Steinbau führt. Der Professor ist sich sicher, dass es sich dabei um das Grab handeln muss und ließ den Weg frei machen. Bis spät in die kalte, dunkle Nacht. Morgen soll ich die Männer in den alten Steinbau führen und werde hoffentlich mehr die Grabkammer finden. Ich habe es Professor ausgaben müssen. Naja, könnt ihr nachlesen. So, das ist nix. Auch nix. Sollte Lampenöl nicht so verschwenden. Weil sonst hat man später nicht mehr davon und ja, dann ist man irgendwie gefickt. Okay. Ich mach mal jetzt die Tür zu, so keine Ahnung aus. Naja. Angst. Ist nix. Oh. Zünderbüchse. Und hier unten ist nix. An der Tür ist auch nix. Oh, noch eine Notiz. Oder Tagebuch. Naja. Hier gibt's sonst nicht mehr viel. Man muss sich alles genau angucken, weil sonst, ne? Wenn man später Rätsel lösen muss, dann. Ja, dann. Hui. Was war das denn für ein Geräusch? Ich habe ganz leise so ein Buki gehört. Wirklich ganz leise. Weg mit den Stühlen. Nö. Zünderbuchse. Schon wieder. Und sonst nichts. Dann noch eine Notiz. 17. Mai, ich war gefangen. Ihr könnt ja Pause machen und das nachlesen. Ich habe jetzt keine Lust drauf. Zünderbuchsen habe ich auch noch zwei Stück, okay. Ich sollte allgemein mit allen Sachen nicht. Och du Scheiße. Nicht verschwenderisch umgehen. Okay, Buch runtergefallen. Auch sehr nett. Ui, mehr Sachen. Zünderbuchse. Oh. Noch eine Zimmerbüchse. Und die Kiste kann ich die nehmen? Ja, nehmen, aber nicht aufmachen. Bam! Oh, ein Buch. Was soll sehen? Interessant. Ekelhaft alles hier. Also irgendwie schon ziemlich ekelhaft. Abgeschlossen. Das ist natürlich nicht so schön. Boah, ey, bei solchen großen Räumen werde ich gleich sofort paranoid, ey.
Ekelhaft. Ach du Scheiße. Ja, ich glaube, hier war ich schon irgendwie. Da muss ich weiter vorwärts gehen. Lampenö, Seile, Bomben. Wow, ganz toll. Hier ist sonst nichts. Eine Rolle, noch drei Wallen und noch eine Rolle. Und ein episches Buch, das wir schon irgendwie gesehen hatten. Bam. Was? Ding, da scheint nur ein Raum zu sein. Okay, gut, dahin. Wow! Okay, mein PC ist gerade eben kurz abgeschissen. Gerade, dass da irgendwas gebebt hat. Naja. Machen wir einfach weiter. Sonderbüchse. Ui. Puh. Nein, Daniel! 17th May, 1839. After pounding the unforgiving stone wall for what seemed like an eternity, I realized it was hopeless. I was trapped. I fell to the ground, gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. My weakened body was heavy to carry. But I managed to push myself toward the enchanting light. It was waiting for me. Enclosed in dark nothingness, I felt myself drawn to the mystic light. Oh, toll. I reached out. Ui. My hands. The faint glow escaped my fingers and began to spark. Nein. Spirit me away. Nein, please. Alien memories of Schimmer. Spiraling towers, endless deserts, and impossible geometry. The okay. Next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted, the voices of the Arabs pulling me to safety, and grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most acute... Kopf drunter und Hände zittern, alles ist gut. Alles klar. Relic. Okay. Königreich von Preußen. Mittelpreußen. Nur ein paar Notizen. Ein paar Wallen. Stein. Oh, ich möchte nach draußen. Ach, Daniel ist einfach zu dämlich. Eine Kiste. Öl und 200 Büchsen. Nicht schlecht. Much of the castle is old and hasn't been tended to for centuries. When the shadow arrives, it won't take long until things start falling apart. We're just buying time anyway. Let's do what we can. There isn't much to be done about the wards. We should reinforce weak structures. The ground will tremble, and there's a risk everything will cave in on us, especially downstairs. Here, here, and there. Let's get the servants working on it. Ui, zu hell. Okay, leichte Kopfschmerzen, das ist jetzt schon besser. Okay, das ist jetzt alles zugerollt. Klasse. Okay, jetzt wollte ich gerne mal das ausprobieren an diesem Loch hier. Ich werfe einen Stuhl gegen. Bam! Ich bin gut. Ui! Flashback. Boah. You have to be swift.
when you activate the first one. You hear that? If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful, then. Mhm. Interessant. Bam! Und jetzt. Bash! Bam! Uff. Ui! Ein Buch. Was steht da? Pflanzenreich. Naja. Okay, könnt ihr alles lesen. Lalala. Könnt ihr einfach Pause machen und dann das lesen. Wird schon irgendwie möglich sein. Wie? Lass ich nicht öffnen. Ach nö. Okay. Noch ein Buch. Oh, und da ist noch ein Buch. Oh, Lampenöl. Mensch. Ja, hallo, was ist jetzt passiert? Oh, ach so. Okay. Interessant. Oh, ein Schrank. Aber finde ich, muss ich mich da nicht gleich verstecken oder so. Ich mag diese Versteckspiele überhaupt nicht. Die sind einfach... Okay. Eine Notiz. Wilhelm und seine Lungenkämpfe, bla bla bla. Könnt ihr lesen. Ein Schlüssel. Ach, den hebe ich gleich auf, weil sonst kommt bestimmt gleich irgendwelches Gerumpel oder so. Pinkelpause. Okay. Warte. War das kein Gosch von einem Monster? Ach so. Okay. Naja, ich glaube, ich beende mal die Aufnahme an dieser Stelle. Ich habe jetzt auch irgendwie schnell keine Lust mehr auf ein Nase. Bis gleich. Nein, ich meine, bis zum nächsten Mal. Tschüss.